Ich bin die Jasmin Rittuper und ich bin darstellende Künstlerin im Bereich Tanz, Luftakrobatik, Yoga, Film, Musikvideos. Ich tanze jetzt, seitdem ich in meiner Mama ihrem Bauch gelegen bin und habe dann, wie ich 3 Jahre alt war, in der Schule von meiner Mutter zu tanzen angefangen. Und seitdem nicht mehr aufgehört. Es ist für mich die beste Möglichkeit, um auszudrücken, wer ich bin und wie es mir geht und was ich zu sagen habe in dieser Welt und als Mensch. Neben Tanzskills habe ich mich weiterentwickelt im Thema Luftakrobatik und normale Akrobatik. Bei Luftakrobatik mache ich das Tuch, den Ring und Pol und dann auch alles, was mit einer Harness zu tun hat. Und Burlesque. Das ist wieder was sehr Sensuelles, wo ich dann auch wieder meine Frau entfalten kann. Meine bisherigen Erfolge sind zahllos. Also ich habe extrem viel in meinem Leben schon gemacht, weil ich in New York, wie gesagt, 7 Jahre als Freelancer gearbeitet habe. Das heißt, man weiß einfach nie, was in den nächsten 2 Wochen passiert. Und habe dort extrem viele Musikvideos gemacht, unter anderem auch mit Sia, mit Missy Elliott, mit Jay-Z und Rihanna, Kanye West. Dann im Filmbereich war ich in Men in Black 3, New Year's Eve und dann noch einige kleinere Filme. Also immer physikalische Rollen, wo ich meinen Körper im Einsatz habe. In Österreich seit circa 4 Jahren bin ich jetzt wieder hier. Und da sind meine Highlight-Erfolge gewesen. Auf jeden Fall das Gletscherspektakel Hannibal. Da bin ich die Venus, die Göttin, und meine Rolle, die fängt im Gletscher an. Und dort werde ich dann von einem Helikopter abgeholt und habe so eine Body-Harness an. Und der Helikopter nimmt mich dann an der Harness und zieht mich hoch. Und ich performe dann 3 Minuten eine Art Air-Dance oder Air-Stunt in der Luft. Weitere Erfolge sind mit der Philharmonie Salzburg, das ist ein großes Orchester, mit dem ich regelmäßig zusammenarbeite, dort die Kinderfestspiele mache, Broadway-Galas, Musical-Galas und in eins der größten Opernhäuser in Europa stehen darf, mit diesem Orchester im großen Festspielhaus Salzburg und solo tanzen darf. Der Name I Am Shapeshifting, der ist so gekommen, also der hat sich einfach auch über die ganzen Jahre, der hat sich gefunden. Dass ich so versatile, also so vielseitig bin und dadurch, dass ich nie in eine Schublade gesteckt werden wollte, sei es jetzt im Tanzbereich oder im Schauspiel oder im Akrobatikbereich oder überhaupt als Performerin, kommerziell oder nur in der künstlerischen Ebene. Ich hatte immer totales Interesse und auch Passion für beide Welten. Also I Am Shapeshifting ist immer etwas in Bewegung. Am liebsten würde ich wahrscheinlich auch auf der Bühne tot umfallen und sterben. Sehr dramatisch.